Die Couch scheint ein Besuchermagnet zu sein. Auf jeden Fall. Das ist so eine richtig schöne Lümmel-Couch, wo du dich einfach drinne fallen lässt und dann bist du da. Dann bleibst du da auch. Da kommst du da einfach nicht mehr weg. Wir haben da drüben auch so eine stehen. Also man lässt sie da reinfallen und dann ist vorbei. Also dann ist der Abend gelaufen, mehr oder weniger. Sau schwer wieder aufzustehen. Besonders, weil da so eine Decke drauf liegt. Und wenn man sich da drauf bewegt, kriegt man statische Aufladung. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal küsst oder irgendwie sowas, kriegt man immer eine gepflastert. Das war gestern lustig. Ja, das war das, glaube ich, was ich erzählen wollte. Höhere Anziehungskräfte, ja, das sind höhere Anziehungskräfte, die in so einer Couch wirken. Ganz schwierig. Da kommst du nicht weg. Man wird eins mit der Couch, ja. Die Couch, du wirst zur Couch. Also komischer Dialog, so ein bisschen. Naja. Sie haben jetzt halt herausgefunden, dass wir nach Bannock Burn müssen. Bannock Burn. So ähnlich wie im Bett. Ja, das stimmt. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal dahin. Attacke, auf nach England. Es muss fast Sonnenaufgang sein. Ich schätze ja, und wir müssen fast da sein. Irgendwo da draußen im Dunkeln liegt Schottland. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um bis hierhin zu kommen. Ja, hoffentlich war es das wert. Warum kann ich denn jetzt in die Nase zeigen? Warum denn jetzt? Ich habe immer noch die Clownsnase. Das sehe ich. Solltest du langsam mal wegwerfen. Nee, behalte ich. Okay. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen will, Nico. Ist das der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür, George? Vielleicht bekommen wir keine weitere Chance mehr dazu. Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich möchte jetzt nirgendwo sonst in der Welt sein als hier bei dir. Oh, jetzt wird's wieder kitschig. Sie mag ihn auch. Ach, das ist aber schön. Du bist erschöpft. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Schlafen? Um diese Tageszeit? Aufgeregt, wie? Möchten Sie etwas, um besser schlafen zu können, Liebes? Ich habe ein paar Tabletten in meiner Handtasche. Oh, nein, vielen Dank. Danke trotzdem, Madame. Das ist doch keine Frau, oder? Nee, die klingt doch eindeutig wie ein Typ. Also, sie hat doch eindeutig einen Typ gesprochen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das klingt echt komisch. Ich habe immer noch die Clownsnase. Das Okay. sehe ich. Na gut, dann gehen wir mal raus hier. Und reden vielleicht mal mit ihr. Verzeihen Sie. Ihm. Ja, mein Lieber. Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Na sowas aber auch, Mensch, wir haben 8 Minuten Verspätung. Das können die Deutsche Bahn sein, mit denen Sie hier fahren. Just saying. Ich zeige Ihnen erstmal die Nase. Würden Sie mir glauben, dass diese Clownsnase uns heute Abend hier in diesen Zug geführt hat? Ja, das würde ich glauben. Nein, ehrlich, Sie glauben mir das? Na sicher, Sie haben doch ein ehrliches Gesicht. Wirkt schon sehr verdächtig. Sehe ich auch so. Wirkt sehr, sehr verdächtig. Ich habe so das Gefühl, dass das Kahn eventuell ist. Ich weiß es nicht. Also, naja, kann ich speichern eigentlich? Also im Dialog kann ich nicht speichern. Okay, na gut. Schauen wir mal in das Buch rein. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Och, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Ich kann im Gespräch nicht speichern, das ist richtig. Das geht nicht. Ich glaube es nicht. Er weiß es. Ja. Das ist Kahn eindeutig. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters. Von Molly Pegram. Ich hatte Aha. angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Aha. Sein richtiger Name ist Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Also, wenn das mal nicht ein absoluter Wink mit einem Zaunspfahl ist, also es ist nicht nur ein Zaunspfahl, das ist ein ganzes Zaungatter.
Das ist Khan, eindeutig, oder? Also, oder zumindest ist es irgendjemand, der da nicht reingehört in dieses Kostüm. Das ist keine Frau. Eindeutig nicht. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Ich vermute, Espresso-Bars und Boogie-Woogie sind mehr euer Stil, was, Kinder? Das stimmt. Es gibt nichts, was George mehr Spaß macht als ein guter Boogie. Ja, nee, ist klar, als ob. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja, und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Nee, die gibt es auch nicht mehr. Zumindest nicht in diesem Zugabteil. Nicht mit der Oma hier. Das wird nämlich ein bisschen komisch, wenn die zuguckt. Ich habe schon wieder das Bedürfnis zu speichern. Ich weiß nicht warum. Aber ich mache das gerade mal. Dass es das noch gibt, durchbrennen. Nee, bei ihr ist höchstens die Sicherung durchgebrannt. Das ist das Einzige, was hier durchgebrannt ist. Aber mehr auch nicht. Ab nächster Woche zocken wir einfach den Director's Cut, oder? Nee, leider nicht. Wir zocken nicht den Director's Cut als nächstes. Das machen wir nicht. Dann kommt irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht genau, was. Ich habe den zwar da, den Director's Cut, aber das wäre ja zweimal hintereinander das gleiche Spiel. Das macht ja nicht so viel Sinn. Nee. Außerdem wüsste ich ja denn die meisten Rätsel wahrscheinlich schon. Ich möchte später wissen, wie es ausgegangen ist. Ja, Frau Schafi, dann guck doch einfach den Stream nach. Ich weiß, dass du jetzt ins Bett musst. Das weiß ich. Du musst ja morgen früh wieder raus. Genau. Genau. Ja, wir haben noch viel Spaß auf jeden Fall. Und ich sage einfach mal bis gleich, ne? Bis gleich. Wir haben schon mal das Bett vor. So, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich, wenn ich rausgehe, ich habe da so eine Vermutung, wenn ich rausgehe, wird er sie bedrohen? Ich kann ja rausgehen auf jeden Fall. Das ist interessant, das ist sehr interessant. Okay, na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus. Wohin gehst du, George? Auf Toilette. Ich darf nicht. Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Oh. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. Oha. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Ich hab keine. Hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Alles klar. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Mhm. Ich brauche mich Gottlob nicht, um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Das steht man fest? Mhm. Unterwegs nach Stirling, wie? Mhm. Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Nein. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Was? Denkst du jetzt, der Schaffner? Denkst du jetzt, der Schaffner ist irgendwie komisch gewesen? Echt? Ready? Okay. Na gut. Ein Leck abdichten. Sollen wir erstmal ein Leck abdichten? Nee, ich rede nochmal gerade mit Nico. Oder auch nicht. Ich gehe mal nach draußen. Kannst du nicht mal stillsitzen, George? Ich muss mal zur Toilette.
Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Wieder ein Seitenhieb gegen die englische Küche. Ich habe gehört, sie soll nicht sehr gut sein. English Breakfast geht. Finde ich nicht verkehrt. Okay, was ist denn hier? Warum ist hier ein Knasti drin? Oh Gott, ey, das ist interessant. Na gut, kann ich da reingehen? Ich kann da wirklich reingehen. Zum Knastbruder? Echt? Sieht zumindest aus wie ein Knastbruder. Moment. Ah, okay, doch nicht. Hi. Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab ich gar nicht gemerkt. Newcastle. Neukassel gibt's in Deutschland wahrscheinlich, ja? Neukassel. Nase? Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Das stimmt. Aber das hast du schon mal gehört, wenn du nicht so lustig bist. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Okay. Na gut. Bis später. Ah, was hast du? Ich will ihn nicht aufwecken. Nö. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Mit einem Feuerwehrschlauch? Wie weckt man jemanden mit einem Feuerwehrschlauch? Ach so, wegen Wasser oder was? Okay, er sah jetzt ein bisschen aus wie ein Knastbruder, aber offensichtlich ist er doch keiner. Das liegt halt einfach nur in den Klamotten. Okay, wir haben hier sonst... Hier ist was. Ach so. Lass also. Das Fenster zu, Kumpel. Fenster. Warum? Es ist saukalt da draußen. Verstehe ich. Okay, dann gehen wir wieder raus. So, okay, dann gehen wir weiter nach links. Da kann ich reingehen. Ist die Frage, ob da was ist. Muss jetzt hier durch den ganzen Zug eiern? Ist hier jemand? Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Um Gottes Willen. Aber hier ist auch, glaube ich, nichts, oder? Sieht zumindest nicht so aus, als wenn jetzt hier irgendwas wäre. Was ich jetzt gerade nicht verstehe, warum sie das so gemacht haben, dass einmal das, die Perspektive aus der Richtung ist und einmal aus der anderen Richtung. Das verstehe ich nicht, warum sie das so gemacht haben, aber okay, gut, dann ist das halt so. Naja, wie auch immer. So, wieder raus. Und können wir noch weiter nach links? Ja, können wir. Können wir noch viel, viel weiter nach links? Ja, können wir, theoretisch. Ist das machbar? Ist hier die Toilette? Ja, hier ist die Toilette. Die Tür ist abgeschlossen. Schade. Die da? Ist die auch zu? Die Tür ist abgeschlossen. Sind das überhaupt die Toiletten? Sieht zumindest so aus, ne? Ach, guck mal. Oh nein. Wer ist denn? Dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist ein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Der Schaffner? Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Moment. Dann sollte ich, glaube ich, ganz schnell wieder zurückgehen. Aber so richtig schnell. Geh weiter. Moment, die sind weg. Die sind weg. Beide. Der Schaffner war der falsche Arzt. Okay. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Alte Dame. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Oh, jetzt hat er das zugegeben. Okay,
Ich drücke beide Maustasten, danke. Ich möchte nämlich nochmal speichern. Der Schaffner war der falsche Arzt. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen jetzt. Also, dass die Frau, die uns gegenüber saß, dass das eventuell Khan war. Warum auch immer der jetzt hier ist und wie er da drauf gekommen ist, dass wir mit diesem Zug fahren, ist mir ein Rätsel. Aber man hat ja, glaube ich, irgendwann am Anfang gesagt, er wäre so ein Verkleidungskünstler, ne? Irgendwie so in die Richtung. Deswegen ist er ja auch als Clown da rumgelaufen. Okay. Das ist höchst interessant. Na gut, dann müssen wir mal in die andere Richtung gehen und müssen mal gucken, ob wir unsere geliebte Frau Nico finden. Ich weiß nicht mehr, wie hieß die mit Nachnamen? Nicole? Irgendwas. So, hier kann man eine Tür öffnen. Die Tür ist abgeschlossen. Oder auch nicht. Okay, komme ich jetzt hier nicht weiter? Pinguin, Clown, alte Frau? Collard, genau, Collard hieß sie, danke. Dann muss ich da rein wohl. Und ihn wahrscheinlich fragen, ob er irgendwas mitbekommen hat. Könnte ich mir vorstellen. Ah ja, stimmt. Das waren die Verkleidungen. Pinguin, Clown, alte Frau. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Hey, Kumpel. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Bis später. Gefühl habe ich irgendwie nicht, dass ich hier in Sicherheit bin. Ist die Frage, was kann ich denn hier machen? Ich will ihn nicht aufwecken. Um ehrlich zu sein, ich... Ja gut, das hatten wir ja schon. Ich könnte höchstens durchs Fenster. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich habe nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Na dann klettern wir mal aufs Zugdach, wo wahrscheinlich die anderen beiden sind. Könnte ich mir vorstellen. Warte, Freundchen, ich helfe dir. Ups. Ups. Gut, er hat uns nach oben geholfen. Sind die beiden hier oben? Oh, hier ist aber wenig. Na gut, kann ich hier rüber? Warum habe ich denn da dran gepackt? Obst! Aber das war eine schöne Animation. Ich muss ja nicht, dass er da dran packt. Ich dachte, er läuft einfach nur darüber. Oh Mann. Scheiße. Oh, schön. Ups. Pst. Oh, das ging schnell. Ja, da war sehr schnell vorbei. Zum Glück habe ich gespeichert. Ey, zum Glück habe ich gespeichert. Oh, herrlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, okay, wieder raus. Und dann gehen wir direkt wieder nach nebenan. Und dann skippe ich direkt die Texte. Und dann probieren wir das wieder nach oben zu kommen. So, komm, lauf. Lauf, kleiner George. Oder hätte ich aus die Tür öffnen müssen. Das kann, beziehungsweise nach der Tür gucken müssen, dass sie verschlossen ist oder irgendwie sowas. Kann natürlich sein. Hi. Hey. So, gucken wir mal. Habt ihr gesehen? Nein. Sie ist... Was ist...
Ja, vielleicht. Das glaub ich. Die geht. Nein, ich muss. Wurde. Der schafft. Willst sie? Schätze. Hör mal, ich. So, was bla, da ist bla, dann, bla. Ich kann. So, okay. Bis später. Weiß halt nicht, ob ich das triggern muss. Ich. Du mach. Dann schau. Okay, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Ich glaube, ich speichere oben nochmal, damit ich die Dialoge nicht nochmal habe. Ich muss gar nicht mit dem reden. Achso. Ich habe es aber einfach gemacht, weil ich. Er hätte mich wahrscheinlich sonst nicht das Fenster öffnen lassen oder irgendwie sowas. Denke ich mir. Ich weiß es halt nicht.